Im ersten Viertel haben wir zu viel Druck gemacht, also wurde uns zu viel Druck gemacht. Dadurch haben wir halt zu viele Bälle weggeschmissen und haben viel zu hektisch gespielt. Und wir haben selber auch nicht physisch genug gespielt. Die haben uns einfach weggeschickt, da sie halt einfach zu physisch gespielt haben für uns. Im zweiten Viertel war es genauso. Da sind wir aber ein bisschen besser gewesen als sie. Und dann im dritten Viertel haben wir sehr gut nochmal aufgeholt, da sehr viel Stimmung auch von der Bank kam und jeder einfach alles gegeben hat, was er konnte. Und dann im letzten Viertel haben wir nochmal sehr gut Rebounds geholt, haben auch die meisten nochmal sehr viel, also alles gegeben, wodurch wir halt am Ende leider trotzdem verloren haben. Aber wir haben sehr gut gespielt am Ende und auch im dritten Viertel. Die erste Halbzeit war halt einfach zu, haben wir nicht aufmerksam genug und haben zu viele Fehler gemacht. Ja. Ja, Glückwunsch an Silona Gora. Muss man zugeben, dass uns diese Spielweise nicht wirklich liegt. Es ist eine sehr harte Spielweise in der Verteidigung und auch im Angriff. Es ist auch eine einfache Spielweise. Es ist jetzt rein von der taktischen Herausforderung nicht auf dem höchsten Niveau, aber es ist rein spielerisch, mental, der Wille zum Korb zu wollen, den Korb zu verteidigen, der ist deutlich stärker ausgeprägt beim Gegner und das fällt uns schwer, da reinzukommen. Dadurch sind wir im ersten Viertel klar zurückgefallen, nahezu keine Punkte gemacht, weil wir ja, diesen Kampf auch nicht angenommen haben. Und das war dann keine große taktische Meisterleistung, da dann gegenzuhalten. Es war einfach Basics gut ausführen, der Wille, Basics Rebounds holen, Basics ausboxen, Basics passen, Basics dribbeln, schwache Hand dribbeln, Basics Layups, all sowas, Basics gegen Kontakt. Und das ist ein hervorragendes Training hier bei Seibel, gegen solche Mannschaften zu spielen, unabhängig vom Ergebnis. Wir haben das dann quasi konserviert bis zum Ende, aber diesen Start, diesen Schalter von Anfang an umzulegen, ja, daran basteln wir jetzt schon im dritten Spiel und wir hoffen, dass wir das im vierten und fünften Spiel endlich schaffen, diesen Schalter von Anfang an umzulegen. Dann kann man solche Mannschaften auch schlagen. Dzień dobry, jestem z Zastalu. Wygraliśmy mecz z drużyną z Niemiec. Wygraliśmy ten mecz obroną. Wszyscy chłopacy byli zaangażowani w to i dlatego to wygraliśmy. Dzień dobry, gratulacje dla obu ekip. Bardzo twardy mecz. Chłopaki moi mocno bronili. Tak jak wspomniał zawodnik, wygraliśmy ten mecz z biurkami. Przepraszam, wygraliśmy ten mecz obroną i z biurkami. Powalczyliśmy na desce. Twardo broniliśmy, nie pozwoliliśmy przeciwnikowi za dużo punktów rzucić i stąd nasze wygrano. Dziękuję.